Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaften. Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt einmal für dich, was möchte ab dem morgigen Tag, Montag, Dienstag und Mittwoch auf dich zukommen. Ich werde im Anschluss in die Deutung für dich übergehen. Alle Kartendecks findest du auf der Infobox sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Das hier gleich noch etwas umstellen. Ich denke, so kannst du das alles ganz gut sehen. Ich habe das hier noch etwas umgestellt.
hart ist, die einmal runtergefallen. Noch eine Karte möchte ich hier raus. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Was möchte sich hier für dich zeigen? Bevor ich hier in die Deutung übergehe, hier zeigen sich sehr, sehr positive Dinge, die jetzt in deinem Leben stattfinden möchten. Was ich aber hier als sehr, sehr wichtige Botschaft bekomme, denn wir haben hier die Dualseelen, wir haben hier einmal den Avatar, gehe da gleich eben auf die anderen Themen ein. Ganz, ganz wichtig, und zwar für die Menschen, die hier, was ich hier sehe, dass hier einige auch schauen, die ihre Dualseele oder Zwillingsseele da noch nicht begegnet sind und vielleicht schon seit Jahrzehnten irgendwo auf der Suche sind. Ganz, ganz wichtig hier in dieser Botschaft, dem Göttlichen, dem Universum zu vertrauen. Öffne dich bitte auch für andere Möglichkeiten. Es ist ganz, ganz wichtig, dass vielleicht die eine oder andere Gelegenheit oder Dinge, die in deinem Leben geschehen möchten, dich definitiv in genauso Wundervolles bringen möchten. Denn worauf ich eigentlich hinaus möchte, sind die Dinge, wo ich dann sagte, vielleicht wartest du schon 10 Jahre und verpasst gewisse Chancen und Möglichkeiten. Dann begegnest du irgendwann dieser Person und plötzlich stellt sich heraus, diese Person ist vielleicht ein Mörder, eine Mörderin, ein Vergewaltiger oder eine Person, was einfach nicht in deine Vorstellung passt. Noch einmal, der Avatar ist hier. Ja, ich sehe, dass eine gewisse Vorstellung der Dualseele, der Zwillingsseele, hier für den einen oder anderen bewusst die Augen geöffnet werden dürfen. Ganz, ganz wichtig, ja. Das muss nicht sein. Natürlich nicht. Aber es ist wichtig, immer mit offenen Augen zu schauen. Das habe ich hier sehr stark reinbekommen, das für den einen oder anderen einmal näher zu bringen, dass man sich hier in eine gewisse Unabhängigkeit und Befreiung, weil ich sehe hier einen Befreiungsschlag, sich in eine Befreiung begibt und da nicht so in diesen Druck geht, ich muss ihn oder ich muss sie jetzt finden, ja. Das bekomme ich hier. Viele natürlich kennen bereits ihre Dualseele, ihre Zwillingsseele. Das sehe ich hier einmal auch. Oder in Bezug auf den Herzensmensch sind auch wieder zweierlei Dinge. Also da gilt es eben auch abzugrenzen. Deine Dualseele, deine Zwillingsseele erkennst du immer in den Augen, ja. Ich starte jetzt einmal für dich. Was möchte sich hier zeigen in den kommenden Tagen, also ab dem morgigen Tag? Es kommt hier Kommunikation. Es sind Dinge, die du hier oder dein Gegenüber jetzt in der Lernaufgabe für sich diese Themen anschaut. Wir haben hier die männliche Person, irrelevant, wie du hier schaust. Es zeigt sich hier die Lernaufgabe. Es sind Dinge, die hier noch bewältigt werden dürfen. Es geht um karmische Verstrickungen, Dinge, die sich jetzt auflösen werden, Dinge, die im Verborgenen waren, Dinge, die erkannt werden. Wir haben hier sehr hohe Karten, wir haben Erzengel Raziel, wir haben hier den Hierophant, das Göttliche, das Universum. Wir haben hier nochmal die Engelsbotschaften, Zeichen und Signale geben dir zum richtigen Moment immer die passenden Signale, Synchronizitäten, die du für deinen Weg benötigst. Ja?
Wir haben hier einmal den Ritter der Münzen. Hier ist jemand sehr, sehr langsam in Aktion. Ich sehe, dass hier definitiv Bewegung kommen wird bis zum Sommer, dass hier einiges in Bewegung gebracht werden möchte. Wir haben hier den Europäer, die Unabhängigkeit. Gleichzeitig haben wir hier den Narren, dass es um Unabhängigkeit und Befreiung geht. Sprich, ganz, ganz wichtig, auf sich selbst zu schauen, in die Möglichkeiten zu gehen, in die Leichtigkeit zu kommen. Das heißt, nicht gewisse Dinge auszuschöpfen oder in einer Gegebenheit zu sein, wo man mehrere Optionen gleichzeitig wahrnimmt. Nein, ich spreche hier davon, dass du dich unabhängig machen darfst in der Dualseelenverbindung, in dieser Liebe, Zwillingsseelenverbindung. Denn es geht hier letztendlich in einer Lernaufgabe, dass man beidseitig bereit ist, jeder für sich, ja. Da ist nicht dieses Fehlen, da ist auch nicht dieses starke aneinander gebunden zu sein, ja. Das heißt, er oder sie ist auf Reisen und du bist mit dir selbst beschäftigt. Also es sind Dinge, die dann nicht stark in der Sehnsucht, dass diese starke Sehnsucht aufkommt, diese starke Sehnsucht kommt auf, wenn man noch in einem Heilprozess ist, also wenn gewisse Lernaufgaben noch bearbeitet werden dürfen. Das Aneinanderdenken, was ich hier sehr stark sehe, das zeigt sich in der gesunden Energie. Ja, das ist nicht negativ gemeint, sondern es ist wirklich so, dass solange du stark noch an diesen Dingen bist, wann meldet er sich, wann kommt der Kontakt, wann ist er zurück oder sie, wann gibt es hier die nächste Möglichkeit, Chance auf ein Treffen. Dann liegt es hier noch in der Lernaufgabe. Und darum geht es hier letztendlich, weil wir haben die Lernaufgabe, wir haben das Buch hier. Ja, auch Verborgenes wird entschlüsselt. Du wirst Verborgenes bei dir selbst erkennen, verborgene Dinge, die dann in die Heilung noch gehen dürfen. Dinge, wo der eine oder andere auch jetzt bereit ist. Ja, wo man jetzt bereit ist, hier seiner Dualseele zu begegnen, gewisse Lernaufgaben bestanden zu haben und hier in den nächsten Step überzugehen. Ja, aber auch da sind Dinge, betone ich hier nochmal, es ist nicht immer ein wundervolles, positives, sondern daran darfst du arbeiten. Ja, das heißt, es wird ausbalanciert. Es gibt immer Tage, wo es regnet und es wird immer Tage geben, wo die Sonne scheint. Ja, und das sind die Dinge, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die ausbalanciert werden dürfen. Sprich, du reitest wie eine Welle, ja, in diesen Lernprozessen. Das ist einmal ganz, ganz wichtig für den einen oder anderen. Aber es ist hier die Situation, dass hier Kommunikation stattfinden wird. Der eine oder andere wird hier nochmal mit Lernaufgaben konfrontiert, das sehe ich hier auch. Deswegen war es hier eine wichtige Botschaft für den einen oder anderen, dieses einmal näher zu bringen. Wir haben hier den Narren, was ich schon sagte. Das ist hier die Unabhängigkeit, sich unabhängig und frei zu machen, in den neuen Step überzugehen, gewisse Themen für sich abzuschließen, in die neuen Möglichkeiten diesbezüglich auch zu gehen. Wir haben hier mit der Acht der Luft plötzliche Ereignisse, die hier stattfinden werden, die in der Kommunikation sind, was bei dem einen oder anderen hier in der Lernaufgabe liegt. Dinge, die hier im Außen geschehen, ja, vielleicht behördliche Themen, Situationen, die hier nochmal durch die Öffentlichkeit zur Sprache gebracht werden, etwas Plötzliches, was sich ereignen wird. Wir haben das hier so im Hintergrund, ja, plötzliche Überraschung, das zeigt sich im Positiven sowie im Negativen, ja. Da schau bitte für dich, was ist hier noch die Lernaufgabe, was sind hier die Themen, woran bist du gerade? Wie fühlst du dich vor allem? Ja, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, da mit dir in die Balance eben auch zu gehen, wenn hier noch Vergebungs- und Lernthemen diesbezüglich auch sind. Des Weiteren zeigt sich hier das Verborgene, also ein Geheimnis wird gelüftet, du erfährst etwas über dich, jemand bringt dir etwas näher. Du wirst hier plötzlich so die Möglichkeit für etwas haben, die Lösung für etwas finden. Vielleicht beliehst du dich hier, ja. Also plötzlich erkennst du auch etwas, ja. Oder vielleicht liest du hier ein Buch und plötzlich schlägst du eine ganz, ganz bestimmte Seite eben auch auf. Und du hast hier die Antwort diesbezüglich deiner Frage. Das bekomme ich hier auch. Die zwei der Stäbe. Es zeigt sich hier in der Situation dieses, ja, man weiß nicht recht. Ja, geht man wirklich? Lässt man wirklich etwas hinter sich? Hier ist es ganz, ganz wichtig, auf die Intuition zu schauen, ja, dass du wirklich für dich schon spürst. Das ist hier so dieses Wehmütige, ja,
Kann ich, soll ich, ist es das Richtige? Und wenn du intuitiv schon spürst, dass du in einer Situation drin bist, die dich letztendlich mehr und mehr verstrickt oder mehr und mehr Ängste, Sorgen, Komplikationen bereitet in Bezug auf dein Gegenüber, in Bezug auf Dinge, die dann eben so geschehen, ganz, ganz wichtig hier in sich zu lauschen und da eben auf dein Gefühl zu achten, auf dein innerliches Gefühl, welche Zeichen bekommst du, weil ich sehe hier ganz, ganz stark eben auch die Zeichen in der göttlichen Führung, die sich hier zeigen. Wir haben hier auch die Umzugssituation, wir haben hier das Zeitmanagement, also es geht hier bei dem einen oder anderen definitiv auch um Umzüge, Dinge, die hier vorangebracht werden möchten. Es sind Dinge, dass da bei dem einen oder anderen gewisse Dinge noch eine Rolle spielen, wo man ja so wehmütig nicht wirklich so in die Aktion geht, aufgrund dessen, weil man es A, sich nicht zutraut und B, weil man vielleicht denkt, hier gibt es keine Möglichkeiten, die Möglichkeiten sind immer da. Weil ich sehe hier, dass der Ritter der Münzen auch in der Situation im Außen, behördliche Dinge, ja, dass du hier eben eine gute Möglichkeit jetzt innerhalb kürzester Zeit, eben auch am morgigen Tag, auf dich zukommen möchte. Ja, aber es ist gleichzeitig auch wichtig, lass dich da nicht abhängig machen. Ja, das heißt, irgendetwas kommt auf dich zu und du bist irgendwo so in diesem Fahrwasser, gleichzeitig so in einer Abhängigkeit zu sein, diese Chance und Möglichkeit, die es dir dann eben bringen möchte. Ja, so bekomme ich das hier. Dass du wirklich genau schauen darfst, genau dich informieren darfst. Auch nochmal ganz, ganz wichtig, ja, dass du hier nicht, weil wir haben zweimal den Narren mehr oder weniger, dass du dich nicht abhängig machst. Ja, oder dass hier etwas ist mit diesem Angebot verbunden, dass man gleichzeitig von dir etwas anderes möchte. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil das liegt hier. Es ist etwas in der Planung, ja, was hier organisiert wird, geplant wird, vielleicht seit dem Sommer. Auch Dinge, die hier ab dem jetzigen Zeitpunkt, da nochmal Sommer, bekomme ich hier seit den letzten Legungen sehr stark rein, seit dem vergangenen Jahr schon. Da sind Ereignisse, die im Sommer dann nochmal stattfinden werden. Also sich nicht zwingend hier auf etwas einlassen, worin du ja so diese große Chance und Möglichkeit siehst. Also ganz, ganz wichtig, dass du da nochmal schaust. Es zeigt sich hier auch dein Gegenüber. Also ich bekomme es hier auch stark für die Gegebenheit der männlichen Person, die Lernaufgabe, die sich dann eben auch hier zeigt, aber auch für die weibliche Person, je nachdem, wie du dann hier schaust und was dein Gegenüber beinhaltet. Wir haben hier die Akzeptanz. Also das Angebot in Dingen, was man dir macht, könnte hier sein, dass du ein Angebot bekommst und gleichzeitig das eben so akzeptieren solltest. Ja, und das brauchst du nicht. Das sind dann wieder Dinge, die hier eben auch mit etwas zu tun haben, was so auf Zwang basierend ist. Ja, also Angebote, die einen Hintergrund, einen schlechten Beigeschmack haben, da solltest du bitte ganz genau hinschauen. Ja, also nicht in die Gegebenheit zu gehen, akzeptiere, was man dir anbietet. Ganz, ganz wichtig hier für den einen oder anderen. Ja, das zeigt sich hier nochmal mit der Karte der Akzeptanz. Und wir haben hier den Avatar, das ist das, was ich schon sagte, was ich dann zu Anbeginn schon sagte, gleichzeitig hier aber auch für sich zu schauen, drittes Auge zu öffnen. Wir haben hier die Intuition, das ist definitiv kein Muss, aber ich sehe, dass du dich jetzt mehr und mehr öffnest. Also das heißt, du beginnst jetzt mehr und mehr, und das bekomme ich auch für das Globale, ja, dass mehr und mehr erkannt wird in Dingen, was dich beinhaltet, was die allgemeine Situation beinhaltet, was dein Leben beinhaltet. Ja, bekomme ich hier, dass du dir deinen eigenen Avatar erschaffst, ja, in Dingen, wo du in die Manifestation gehst, wo du visualisierst, ein Bild erschaffst, eine Vorstellung erschaffst. Und wenn du dieses manifestierst, dann wird dieses definitiv in Erfüllung gehen. Ja? Ganz, ganz wichtig. Und das kann hier für den einen oder anderen sein, dass hier etwas ist, was in der Vergangenheit gewünscht wurde. Und ich betone es hier nochmal, die Energien sind sehr, sehr stark. Was die Wünsche beinhaltet, das geht jetzt hier ja nicht von heute auf morgen.
Aber das kommt hier extremer denn je in den Wünschen, dass diese eben ja auch nicht im sofortigen Geschehen, sondern es geschieht. Ja? Und hier ist es ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, was hast du dir in der Vergangenheit gewünscht? Also da nochmal vielleicht dein Blatt Papier oder deine Liste oder dein Vision Board oder ähnliches, da nochmal genauestens zu schauen. Weil mit den Wünschen ist das so eine Sache, sich da gewisse Dinge zu wünschen, die definitiv in Erfüllung gehen werden. Ja, auch wenn du jetzt sagst, ja, gewisse Dinge sind noch nicht eingetroffen, dann schau mal bitte, in welcher Form oder wie die Formulierung war. Ja, war da vielleicht eher so eine Skepsis drinne? War da vielleicht auch ein Nein drinne? War da vielleicht etwas, was du gar nicht in dein Leben ziehen wolltest? Ganz, ganz wichtig, ja, also in der Formulierung, was du dann auch notierst und was dann eben auch sich dann manifestiert. Ja, das geht jetzt alles schneller denn je, denn die Energien sind sehr, sehr hoch. Aber bitte jetzt nicht von heute auf morgen. Ich sehe, dass ein gewisser Wunsch schon in der Vergangenheit manifestiert wurde, ja. In der bildlichen Vorstellung ist es immer am schnellsten, also wenn du eine bildliche Vorstellung von dem hast, was sich dann manifestieren darf, was du dann eben jeden Abend machen kannst, ja, je nachdem, wann du dann eben so die Zeit hast, indem du hier dir etwas Eigenes kreierst, ja, das auch in Form deines Wunschpartners, Wunschpartnerin im Sinne von, wenn du hier vielleicht Single bist oder gewisse Wünsche hast in Form Umzug, berufliche Dinge, ja, also in allen Bereichen. Es ist wichtig, immer diese bildliche Vorstellung von dessen zu haben, damit sich das dann manifestieren kann. Ja, also schau, dass du dir hier vielleicht deine Zukunft erschaffen kannst. Die Manifestation, deine Träume werden in Erfüllung gehen. Ja, und auch in Dingen, was ich hier sagte, also irgendein Wunsch wurde in der Vergangenheit abgesendet und jetzt ist man vielleicht so in der Unzufriedenheit, ja, und das bekomme ich auch für den einen oder anderen und akzeptiert jetzt diesen Wunsch nicht. Und das Göttliche, das Universum sagt hier, das hast du dir gewünscht, ja, diesen Wunsch hast du eins abgeschickt und jetzt ist man in der Unzufriedenheit oder jetzt steht es plötzlich da, jetzt ist er oder sie plötzlich vor deiner Tür, ja, und dann kommt die Überforderung, weil du gar nicht damit gerechnet hast. Und es geschieht immer genau dann, wenn du eben nicht damit rechnest. Vergebung, vergib und vergiss, das Leben ist so wertvoll, um es sich zu verderben. Ja? Also bei dem einen oder anderen sind hier noch Vergebungs- und Lernthemen, deswegen hier die Lernaufgabe, deswegen Dinge. Das hat hier gerade gestoppt, wo mehr und mehr jetzt zum Vorschein kommt, wo der eine oder andere hier in Bezug dessen noch an den Gegebenheiten eben auch arbeitet. Ja? Also schau mal, jetzt bekomme ich hier als sehr, sehr wichtige Botschaft in der Formulierung deiner Wünsche, Träume, Ziele. Ja, was war das Ziel? Vielleicht hast du es auch weggetan und irgendwo verschlossen. Lies dann nochmal nach, was da diesbezüglich dein Wunsch war. Weil ihr seht, dass hier Wünsche in Erfüllung gehen werden. Das liegt hier. Ja. Ich schaue hier einmal weiter für den darauffolgenden Tag. Und wir haben hier die Königin des Wassers. Hier geht es um Reinigung, Körper, Geist und Seele, innerliches Loslassen. Dann haben wir hier einmal die Königin der Kelche und wir haben hier die Sieben der Münzen. Die Sieben der Münzen, alles Step by Step. Ja, hier geht es um Geduld. Ja, und vielleicht sind es hier Dinge, dass man eben auch sagt, ich habe meinen Wunsch ja schon ganz, ganz lange vielleicht abgeschickt. Aber das Göttliche, das Universum arbeitet hier für dich und gleichzeitig gibt es keine Zeit und keinen Raum. Wenn es an der Zeit ist, dann wird es hier da sein. Ja, das liegt hier, weil hier geht es um die Wunscherfüllung. Auch in Dingen, wo du eben diesbezüglich Geduld gehabt hast, wird sich jetzt diesbezüglich etwas zeigen. Dann haben wir hier die Königin der Kelche, Intuition, Gefühle. Ja, was sich dann hier nochmal zeigt. Also auch in Dingen, welche Vorhaben du hast, dass du das hier ja pflegst, ja? Alles, was im Leben wachsen darf, die Liebe, die wachsen darf, möchte gepflegt werden, ja? Irrelevant an welchen Vorhaben. Das heißt,
in beruflichen Dingen, in einer gewissen Disziplin zu sein, in einer Partnerschaft, in einer Liebe, da in diesem Geben und Nehmen zu sein. Ja? Einmal nochmal mit der Königin des Wassers. Dann haben wir hier einmal für dich die Reinheit, wir haben hier das Geflüster und wir haben hier die Verzweiflung. Also das sind hier Dinge, wo der eine oder andere verzweifelt ist, wo der eine oder andere in Gedanken ist. Könnte da vielleicht noch jemand sein? Komm da bitte raus, irrelevant, ob da jemand ist. Das liegt hier in der Lernaufgabe, ganz, ganz wichtig, ja, dass man da sich von diesen Themen befreien darf. Irrelevant. Ja, ihr seht bei dem einen oder anderen hier definitiv, ob das jetzt die männliche oder weibliche Person ist. Wir haben hier die Femme Fatale und wir haben hier die Situation, die sich mit dem Roulette zeigt. Ja? Aber auch Dinge, wo jemand mit dir gespielt hat. Auch in Dingen, was die Dualseelenverbindung beinhaltet. Alles das, was ich zu Anbeginn sagte. Ja? Dinge, die du jetzt für dich abschließen wirst, wo jemand mit dir gespielt hat. Was hier höchstwahrscheinlich auch deine Dualseele ist. Ja? Für den einen oder anderen. Bekomm es nicht für jeden. Es ist eine allgemeine Legung, ja. Aber es sind Dinge, wo du jetzt erkennen wirst. Und es sind vor allem auch Dinge, wo ich dann sagte, nochmal zurück dazu, irrelevant, ob hier noch 5 sind oder da noch 4 sind, ja. Es liegt hier in der Lernaufgabe. Solange du nicht im Selbstvertrauen bist, in deinem Selbstwert bist, ja, werden dir immer und immer wieder solche Personen und Situationen in dein Leben geschickt. Ja? Ich betone es hier nochmal, weil wir haben hier die Lernaufgabe. Ich sehe aber auch, dass sich hier definitiv dein Gegenüber oder du selbst, ja, befreist aus der Situation. Weil ich sehe hier das Ende, ich sehe die Befreiung und ich sehe die Unabhängigkeit. Ja? Einmal mit der Karte Purity, die Reinheit. Und was das Geflüster beinhaltet, ja, sind es die Dinge, wo du dir Sorgen machst. Das kann im Beruflichen sein. Ja. Auch da darfst du rausgehen. Ja. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du dich nicht von diesen Energien vereinnahmen lässt. Alles das, was ich schon sagte, in einer Partnerschaft, ja, ob da noch 4 sind oder ob da noch 5 sind. Und es ist auch irrelevant, wer der reden mag. Ja? Ich sehe hier Mobbing, Stalking. Also ganz, ganz wichtig, sich aus diesen Dingen zu befreien. Deine Möglichkeiten liegen hier. Und solange du dich abhängig machst von den Dingen, was gerade er oder sie im Hintergrund sagt, ja, oder du etwas mitbekommst, solange bist du nicht frei. Denn du bist in diesen Energien, wo du dich beeinflussen lässt. Und das tagtäglich. Ja? Also noch einmal irrelevant, was hier geflüstert wird, was hier gesprochen wird. Du bist du und andere sind andere. Ja? Ganz, ganz wichtig hier, dich davon zu befreien, weil ich sehe, dass du in einer Gegebenheit bist, was für Verzweiflung sorgt. Ja? Es kann natürlich auch sein, dass hier dein Gegenüber, dein Wunschpartner hier in diesen Dingen ist und sich eben Sorgen macht, dass du hier noch eben in einer Gegebenheit bist. Aber auch das sehe ich, da geht man raus. Ja? Also das ist die Gegebenheit, dass zwischen euch hier noch etwas in der Lernaufgabe ist, ja, oder bei der weiblichen Person. Und dass da eben Dinge sind, die man hier jetzt in diese Lernaufgabe zum Abschluss bringt. Weil wir haben hier den Turm und der Turm ist immer der Umbruch. Das ist immer die Situation, die plötzlich einschlägt und hier für die Dinge der Befreiung eben auch sorgt. Auch da nochmal Themen, Öffentlichkeit, viele Dinge, die du eben auch erfahren wirst. Dass sich das Ganze mit euch hier in die Verwandlung begibt, deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag immer intensiver und es kann hier sein, dass ihr beruflich miteinander zu tun habt und dass da eben schon gesprochen wird. Irrelevant. Es ist wichtig, dass noch einmal, dass du diese Dinge, die man dir hier womöglich nicht gönnt, nicht auf dich beziehst. Das ist immer dieses Thema der eigenen Personen. Das ist nicht dein Thema. Ja? Balance. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Und das sind die Dinge, die hier in der Herausforderung liegen, die bei dem einen oder anderen in der Lernaufgabe sind. Diese Herausforderung anzunehmen. Irrelevant, wer hier spricht. Irrelevant, was da gesagt wird. Ja? Also schau da mal bitte. Ich schaue hier einmal weiter auf den darauffolgenden Tag.
Also auch mit der Karte Frieden, ja, Engelsbotschaften Frieden, schließe hier Frieden mit diesen Dingen. Also hier sind die Themen, wo sich diese anderen Personen noch für dessen vergeben dürfen, ja. Dass es in der Spiegelung zu dir ist, dass diese Personen diese Lernaufgabe eben auch haben. Dass du dadurch nicht in die Verzweiflung kommst, denn es ist dir in der Lernaufgabe für den einen oder anderen eben auch, für sich hier etwas aufzubauen. Ja, wo du vielleicht im Hintergrund schon etwas aufbaust und die anderen Personen vielleicht hier auch etwas merken. Ja, und du dann hier dieser großen Herausforderung gewachsen sein darfst. Auch die göttliche Prüfung. Das ist hier eine göttliche Prüfung. Ja, auch Prüfungen an sich bekomme ich hier. Also das Göttliche, das Universum prüft, ob du dieser Situation gewachsen eben auch bist. Ja, bist du bereit, in den nächsten Step überzugehen, in die neue Stufe überzugehen, um hier, ja, eventuell hier auch der nächsten Lernaufgabe zu begegnen? Das bekomme ich hier auch, ja, je nachdem, was du dir in der Vergangenheit gewünscht hast. Also Dinge auch, die dich mehr und mehr eben diesbezüglich wachsen lassen, ja, hier im Turmaufstieg eben auch, was sich zeigt. Oder jemand macht sich hier diesbezüglich lustig, wo dann gewisse Prüfungen stattfinden, aber auch da nochmal, es ist in der Prüfung, was das Göttliche, das Universum hier schaut, in jeglicher Form Lernaufgaben auch immer, dass du immer beschützt bist, dass du immer um dich die Engel herum hast, ja, je nachdem, wie du dann eben auch glaubst. Aber hier, worauf ich hinaus wollte, dass du hier eine wichtige Prüfung eben auch hast, ja, ob das jetzt eine Wohnungsbesichtigung, Hausbesichtigung, die neue berufliche Situation ist oder die jetzige Situation ist, wo etwas in der Prüfung ist, ja, wo du vielleicht etwas nicht bestehen könntest, ja, wo im Vorfeld aufgrund, dass dir diese Personen nichts zutrauen, was du ja in deine Energie mit aufnimmst, ja, also die Gespräche, wo du nicht in diesem Schutz bist, in diesem Kokon des Schutzes, diesen energetischen Schutz, ja, den du aufbauen kannst, dass du dadurch dann beeinflussen lässt und das ziehst du ja an. Gesetz der Resonanz, du ziehst das an mit deinem Resonanzfeld in Dingen, wo du eben dir das selber gar nicht zutraust. Ja, also ganz, ganz wichtig und eben auch in der Prüfung, was ich sagte, du wirst geprüft, ja, ob du denn beim ersten Mal alles liegen lässt, alles hinwirfst oder ob du bereit bist für den nächsten Step und für den weiteren und für den nächsten und übernächsten. Denn hier ist es wichtig, aufzustehen und zwar immer und immer wieder. Ja? Der Glaube an sich selbst. Wir haben hier einmal, schau mal, wir haben hier die 5 der Münzen. Man traut sich hier nicht durch eine Niederlage. Man traut sich hier nicht aufgrund dessen, weil hier etwas nicht zugesagt wurde, weil hier etwas ja auch so in der Gefahr liegt. Ja? Also hier ist so dieses Misstrauen einmal zu sich selbst. Ich komme hier gleich auf die Verbindung bezüglich deines Gegenübers. Also erstmal die berufliche Situation und eben aber auch, wenn du hier umziehen möchtest oder hier vielleicht gewisses schon geplant hast und das funktioniert nicht. Noch einmal, es ist die Prüfung. Ja? Hier geht es darum, nicht zu zögern. Und hier geht es auch um eine gewisse, ja, so diese Schüchternheit. Trau dir hier etwas zu. Ganz, ganz wichtig. Sonst können sich deine Wünsche nicht erfüllen. Ja, der Wunsch ist eine Sache. Aber es geht hier auch darum, um die Schritte zu gehen. Wenn du in Dingen bist, im Häuslichen, dich in der Befangenheit befindest und dich nicht traust, auf Wohnungsbesichtigung zu gehen oder gewisse Personen anzuschreiben. Ja, also in allen Bereichen, auch wenn du hier Single bist, das ist für alle Bereiche. Wenn man sich hier nicht traut, kann nichts geschehen. Da kannst du hier wirklich 1000 Wünsche abschicken. Ja, das ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Botschaft für den einen oder anderen. Hier geht es darum, um sich etwas zuzutrauen, in die Möglichkeiten zu gehen. Wir haben hier das Roulette. Ja, auch wenn die Chance 50-50 steht. Wenn du an dich glaubst, wenn du eine Niederlage einstecken kannst, nur wenn du fällst, kannst du wieder aufstehen. Ganz, ganz wichtig. Und in Dingen, was dein Gegenüber beinhaltet, ja, dein Wunschpartner, Dualseelen, Verbindungen, Zwillingsseelen, je nachdem, wie du hier schaust, ja, was die Gefühle beinhaltet, kann es sein, dass dein Gegenüber aufgrund
eines Endes. Aufgrund, dass ihr in den Disput, Streit etc. gegangen seid. Ja? Vielleicht auch, was eine Absage oder ähnliches beinhaltet. Traut man sich nicht mehr. Ja? Hier traut sich jemand nicht. Hier braucht jemand erstmal wieder so, ja, man möchte so genauestens planen. Hier ist jemand sowieso organisiert, durchstrukturiert und plant. Ja? Also hier hast du es mit jemandem zu tun, der Ritter der Münzen und gleichzeitig der König der Schwerter. Ja, und hier überlegt sich jemand erstmal einen strategischen Plan. Wie geht man jetzt hier in die Vorangehensweise? Irrelevant, mit wem du es hier zu tun hast. Ja, aber diese Person hat gerade Sorge. Sorge, was ist, wenn hier nochmal eine Absage kommt? Was ist, wenn du ihm nochmal absagst oder du in der Gegebenheit bist, je nachdem, wie du hier schaust. Ja? Hier lotet man nicht seine Möglichkeiten aus. Das heißt, man hat Sorge, etwas, dass etwas nochmal Revue passiert. Aber auch das liegt in der Lernaufgabe. Es sind hier Tage, die in der großen Lernaufgabe eben auch liegen. Und hier geht es darum, eben durch einen Fall, auch einen Zerfall, wieder aufzustehen. Ja? Etwas wieder Neues erbauen. Ja? Und das zeigt sich hier auch mit der 10 der Luft. Hier auch für Singles, ja, also ganz, ganz wichtig hier nochmal, aufgrund im Vorfeld schon die Sorge zu haben, mal eine Absage bekommen zu haben, weil hier zeigt sich eine Situation, hier hat man schon Absagen bekommen, ja, und traut sich aus dem Grund eben auch nicht. Nur wer nicht wagt, der nicht gewinnt. No risk, no fun, ja. Die 10 der Luft, hier ist jemand die Nummer zu hoch, hier ist jemand etwas zu hoch, hier ist jemand in einer Gegebenheit, wo man in der Unerreichbarkeit ist, ja, also so, ja, es zeigt sich etwas, wo man sich denkt, ich kann ihn oder sie gar nicht erreichen. Vielleicht bist du gerade nicht zu erreichen. Das bekomme ich hier auch gerade rein. Und aufgrund dessen, weil vielleicht hier das Telefon aus ist, ja, gibt jemand auf. Oder aufgrund dessen, ja, weil hier jemand beschäftigt ist, ja, gibt jemand auf. Hier in dieser Legung geht es darum, nicht aufzugeben. Ich betone es hier nochmal, ja, in die Möglichkeiten zu gehen. Es kann hier nicht zu hoch sein, weil jedes Ziel kann noch so hoch sein. Es geht hier um die Schritte, die du diesbezüglich näher kommst, deines Zieles, wenn du in die Möglichkeiten gehst. Schau mal, wir haben hier das Ja und wir haben hier definitiv die Liebe. Die Antwort lautet Ja, was auch immer du dich gefragt haben magst, in allen Bereichen, hier für die Liebe steht es hier, er oder sie liebt dich. Dann haben wir hier einmal die Expansion. Ja, hier wirst du expandieren, definitiv. Ja, die Früchte sind hier schon da, der Baum steht schon, also du hast etwas manifestiert, du hast visualisiert, du hast manifestiert, der Avatar, ob das jetzt in Form eines Wunschpartners ist, wenn du Single bist, ja, oder in Form der Kreationen, was du dir hier verwirklichen möchtest. Im Grunde genommen sind die Äpfel schon reif, ja, und die Äpfel möchten gepflückt werden. Es kommt jetzt darauf an, was du hier pflücken möchtest, weil die Äpfel, die fallen irgendwann sowieso vom Baum, wenn sie eine gewisse Reife haben, ja. Also es ist ganz, ganz wichtig, was du hier pflücken möchtest. Ja, möchtest du sie von unten aufheben oder möchtest du sie hier frisch pflücken, im metaphorischen gesprochen? Ganz, ganz wichtig für den einen oder anderen. Und wir haben die 3 Affen. Was kannst du gerade nicht hören? Was kannst du gerade nicht sehen? Willst du eventuell nicht sehen, dass hier eine Liebe da ist? Willst du eventuell nicht sehen, dass gewisse Dinge in deinem Leben bewusst stattfinden? Ja, worüber möchte man nicht sprechen? Worüber kannst du nicht sprechen? Was sind Dinge, die du vielleicht schon ganz, ganz oft genug gehört hast, aber irgendwo, ja, man doch nicht hier bereit ist? Hier hast du es mit jemandem zu tun, der ist hier definitiv aus dem rationalen Handeln und Denken, ja, jemand ist sehr, sehr kühl agierend. Dennoch hat diese Person sehr, sehr viele Gefühle für dich, auch wenn diese Person sehr kühl agierend ist. Auch diese Person zeigt sich hier in Dingen, etwas vehement abzulehnen, nicht hören zu wollen, nicht sehen zu können. Ja, aber auch diese Person wird hier extrem in die Lernaufgabe katapultiert, um gewisse Dinge zu erkennen. Und das sind hier durch die Engelsbotschaften, das Göttliche, das Universum, die Dinge, die hier bis zum Sommer eben auch geschehen, die Möglichkeiten, denn hier zeigt sich jemand im innerlichen Konflikt,
der gerade mit sich selbst sehr, sehr beschäftigt ist, ja, vielleicht auch nur auf den Wachstum oder ähnliches schaut, ja, wo man andere Dinge vehement ablehnt und verdrängt, wo im Grunde genommen die Zeit reif ist. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dich hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft. Fühl dich umarmt. Bis dahin.